Ich bin Lotti, ich bin 22 Jahre alt und ich bin heute hier, um die Politik wachzurütteln, um auch in Dortmund für eine klimafreundlichere Verkehrspolitik zu streiten. Die eigentlichen Profis, das ist uns allen klar, sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich jeden Tag mit dem Thema auseinandersetzen. For Future gegründet. Und die sagen ganz klar, ihr habt recht. Die Profis haben das schon mal gecheckt. Zwei Nobelpreisträger für Chemie finden sich bis jetzt schon darunter. Und ich finde, das ist eine super Leistung, die ihr vollbracht habt, dass ihr uns Profis so mal richtig in den Arsch gebracht habt. Wir sind hier, weil heute internationaler Streiktag ist für das Klima, für den Klimaschutz der Bewegung Fridays for Future. Und wir unterstützen das eben, weil der Kapitalismus mittlerweile dabei ist, unseren Planeten, die Erde zu zerstören, indem das Klima zerstört wird, indem die Ressourcen ausgenutzt werden, vollkommen ausgezehrt werden. Und uns geht es eben darum, in einer Welt zu leben, die den Menschen noch gerecht wird. Und ich bin hier bei Fridays for Future, weil mir meine Zukunft am Herzen liegt. Wie ihr hört, sind hier ganz viele Leute, die das ähnlich sehen und hierher kommen und demonstrieren. Denn unsere Politiker müssen Klimagesetze verabschieden, die verbindlich sind, an die sie sich halten müssen und nicht nur lose Klimavereinbarungen, die dann eh nicht eingehalten werden, damit es uns in Zukunft gut geht und unsere Zukunft weiterhin so gut bestehen bleibt, wie sie denn auch ist.